Hallöchen, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Ich sehe hier gerade das Eisen, da komme ich nicht, also da komme ich dran, aber das ist nicht das, was ich brauche. Wir müssen hier eh hoch. Jetzt nochmal Eisen. Oh, hier haben wir direkt auch ein Ei, schön. Davon müssen wir ja insgesamt 10 Stück einsammeln, wie wir hier rechts auch sehen. Ich weiß nicht, ob man hier durch das Looten Aggro zieht. Könnte ich mir gut vorstellen. Könntest du mal bitte spotten? Unfassbar, er hat widerstanden. Ich fass es nicht. Spott! Spott! Spott, Junge! Oh, Gottes Willen. Was ist das schon wieder für ein Anfang hier? Wenigstens kann man die Kirschen an. Ein schwerer Balk. Ein schwerer Balk. Also als ich das letzte Mal hier war, waren deutlich weniger Eier hier, die ich einsammeln konnte. Deutlich weniger. Und ich scheine auf jeden Fall nicht Aggro zu polen, wenn ich hier ein Ei loote. Also die kommen von da hinten nicht angerannt oder so. Das ist unglaublich, mein Pet hält kein Aggro mehr. Was ist da los? Also neue Spotten bekommt mein Pet erst mit Level 30. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das nicht plündern. Machen wir es mal einfach nur mit normalen Autotags. Guck mal, jetzt hat mein Pet einen 74er Crit reingehauen. 39. 36, 38. Schöner 77er Crit. Ja, eigentlich würde ich hier echt gern mitmachen, ne? DPS, Tank, AFK. Aber, ja, zeitlich kriege ich es einfach nicht hin. Ich muss gleich schon wieder los. Ich wollte nur eine Folge aufnehmen. Wir haben den 23. Übrigens, morgen ist Heiligabend. Die Folge seht ihr allerdings erst im neuen Jahr. Also wenn ihr das hier seht, dann sind... Oh, da hinten ist eine Truhe. Dann sind die ganzen stressigen Weihnachtstage auch schon vorbei. Na komm, holt ihr den. Widerstanden? Achso, meine Attacke haben sie widerstanden. Verfehlt. Das Ei kann ich auch mitnehmen hier. Der Krieger vom letzten Mal ist übrigens schon, das war, die Aufnahmesession war vor 2 Tagen oder so. Also vor dem brauchen wir jetzt keine Angst mehr haben. Aber das, den Bait, ich habe mir den nochmal angeguckt im letzten Video. Meine Güte, es ist schon, es war so offensichtlich, aber... In dem Moment habe ich einfach nicht drauf geachtet, ja. Ich war so verdutzt. Von der, ernsthaft, von der Tatsache, dass nämlich da in den NPCs angecharged hat. Habt ihr übrigens gerade gesehen, sobald man in Kampf kommt, wird die Ton-Loot-Animation beendet. Das heißt, man kann gar nicht so lange looten, bis man angegriffen wird, sondern es wird automatisch abgebrochen. Das ist ja auch in Retail nicht mehr so. Also in Retail kann ich looten. Übrigens, das True-Looten hat Aggro gezogen, hatte ich gerade das Gefühl. Ich weiß es nicht, oder? Ich war einfach so nah dran. Sowieso nur wieder Dreck drin, ey, ist unfassbar. Ein großer Haufen Müll, wieder mal. Und wir kriegen hier die ganze Zeit nur mittleres Leder. Mittleres Leder ist, wie ihr alle wisst, nix wert. Ich brauche, wenn überhaupt, mal wieder schweres Leder. Das wäre eher brauchbar. Das Ei nehme ich mit.
Oh, da ist auch noch eins. Ist gerade auch nichts los. Ich denke sowieso, dass jetzt um die Weihnachtszeit, jetzt gerade am 23., 24., 24. eher weniger Leute spielen werden. Also eigentlich ein Punkt, den man ausnutzen muss. Wenn man so ein bisschen Zeit für sich haben möchte. Generell bin ich ja, was Weihnachten angeht, eher so jemand, der das ruhig angeht. Ich weiß, früher war immer noch, zu Abi-Zeiten war immer am ersten oder zweiten Weihnachtstag Abi-Party. Ich weiß nicht, ob diese, ob das nur bei uns so war oder ob das immer noch so ist. Ich weiß, dass in den nachfolgenden Abi-Jahrgängen, die in den nächsten 8, 9, 10 Jahre, dass das da immer beigehalten wurde, dass am 23. oder 24. auch immer eine Abi-Party bei uns war. In meinem alten Gymnasium. Das ist nix. Aber ich war nie ein Fan von diesen ganzen Abi-Partys. Obwohl die, auf den Abi-Partys, auf denen ich damals war, die waren eigentlich echt schon immer ziemlich cool. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich weiß, wir haben hier in der Nähe so einen großen See. Und einmal hatten wir eine Abi-Party mitten im Sommer, rund um diesen See herum. Das war ziemlich cool. Ich glaube sogar, das war meine erste Abi-Party. Ich kann das nicht plündern. Aber wenn man jetzt irgendwie, man ist irgendwie auch jetzt mittlerweile aus dem Alter raus. Weil Abi-Party ist doch eher so, jedenfalls das, was ich kenne, das ist da eher so, ja, die Ü18-Leute nehmen da eher zu. Also sind eher primär Ü18-Leute. U18-Leute, unter 18. Und, oh shit, nee, der ist über mir. Ich dachte gerade, der kommt von hinten an. Und das ist halt einfach, ja, wenn du da die ganze Zeit irgendwelche, das sind halt irgendwelche Teenager siehst, das ist halt, kannst du vergessen. Aber ich bin, wie gesagt, ich würde davon echt, also ich und so Partys, Feierei, keine Ahnung, da bin ich irgendwie, wenn, wisst ihr, wenn ich mich entscheiden muss zwischen, zwischen so einer wilden Party oder gemütlich zockenden Azeroth, dann kann man mich für spießig halten, meinetwegen. Aber ich entscheide mich echt für sowas hier, also keine Ahnung. Womit man mich dann auch am ehesten irgendwie begeistern kann, ist irgendwie ein Abend im Casino. Ja, da bin ich auch dabei. Meinetwegen dann auch mit danach irgendwo noch den Gewinn verprassen, aber ja, so einfach nur feiern und das Vorglühen, wie es so heißt, nie. Keine Ahnung. Das hatte ich ganz, 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 ganz oft, dass ich das wirklich, dieses Hardcore-Feiern und Hardcore-Betrinken, das hatte ich ganz exzessiv in, so mit 18, 19, 20, Anfang der 20er vielleicht noch. So bis 21, 22, bis dahin, so in der Dreh hatte ich das ganz exzessiv, das ist also jetzt schon eine ganze Zeit lang her. Oh, jetzt pulle ich aber eine ganze Ecke. Oh, der kommt nicht an, doch jetzt. Ja, aber das ist halt, das ist schon lange her. Aber da war es wirklich so, jedes Wochenende, teilweise zweimal freitags und samstags. Und ne, also das war echt einfach nur, das war wirklich nur Saufen. Und keine Ahnung, vielleicht hat mich das auch ein bisschen abgestumpft. Ich brauche übrigens keine Eier mehr. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hab 10 Stück. Auf jeden Fall, seitdem bin ich halt echt anti, was das angeht. Also da überhaupt gar keinen Bock drauf, weißt du? Allein schon, wenn man sich dann für 10 Euro irgendwie Sprit kaufen muss, da denke ich mir so, 10 Euro, was für eine Verschwendung. Also, keine Ahnung. Bevor ich mir für 10 Euro Alkohol holen würde, würde ich mir eher für 10 Euro Süßigkeiten holen wie so ein kleines Kind und würde das dann beim WoW-Zocken auffressen, um es mal so knallhart auszudrücken. Da hätte ich mehr Vergnügen dran, als die 10 Euro irgendwie in so eine Pulle Alkohol zu investieren. Ich glaube, ich hab sogar über das Thema sogar schon mal gesprochen. Also die meisten von euch wissen, zweifel schon, dass ich, was das angeht, ein bisschen spießig bin. Ich bin auch jemand, der kann sich echt gut alleine beschäftigen. Auch das ist sowas,
was nicht viele Leute nachvollziehen können. Also ich brauche jetzt nicht jedes Wochenende groß unter Menschen sein. Dass ich mich dann jedes Wochenende irgendwie meinen Freunden treffe und dann groß losziehe. Also ich unternehme natürlich was mit meinen Freunden, aber... nicht mehr so exzessiv, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Ohne dass ich natürlich jetzt sagen würde, ich verliere den Kontakt, ne? Man ist ja natürlich immer im Kontakt und man macht natürlich auch immer regelmäßig was, aber es ist einfach so, wenn man, vor allem wenn man viel Stress hat und viel zu tun hat, dann ist es einfach so, dass man so diese paar Stunden, die man dann hat, dass man die auch einfach völlig, man ist dabei völlig im Frieden mit sich selber. Man kann die aber ohne schlechtes Gewissen wirklich alleine mit, also das geht's mir jedenfalls, alleine mit sich selber verbringen. Das ist einfach überhaupt gar kein Problem. So, bevor ich jetzt hier weiter quasi und ich weiß, was ich mache, so, das Arna Grimm Totem. Ach so, ja, genau, das wollte ich jetzt nochmal. Das hätte ich fast vergessen. Wo ist der Aufstieg? Da hinten, ja, es dauert noch eine ganze Strecke hier. Ja, aber das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, man kann es spießig bezeichnen. Es wäre mir auch ehrlich gesagt egal. Was? Gizmo? Ach so, ich glaube, das ist ein Boss. Na, thank you. Weiß nicht, was das ist. Ein Questmob? Was ist denn hiermit passiert? War das schon immer so? Ihr sucht immer noch für RFK. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch, ey. Na gut. Liebe Leute, das mache ich aber erst im nächsten Part. Ich mache jetzt hier nicht Pause, aber ich gucke jetzt nochmal eben kurz im Auktionshaus von unserem Bankcharakter. Wie gesagt, es sollte nur eine kurze Folge sein, weil heute Abend nehme ich zum Beispiel was. Und deswegen habe ich heute tatsächlich weniger Zeit, obwohl Weihnachten auch wieder ein bisschen stressig wird, bei mir auch, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen auch. Ich glaube, zu dem Wasserelementar müssen wir auch noch. Ups, da habe ich jetzt Google geöffnet, das wollte ich gar nicht. Aber das ist übrigens auch cool, also dass man jetzt, dass ich jetzt hier ohne weiteres euch was zeigen kann hier bei Google. Das hat ja letztes Mal irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also das ist durchaus auch praktisch. Oh! Verfrühtes Weihnachten, hm? Schweres Leder, ah, das sind wir nicht losgeworden. Okay, surprise. Seidenstoff, Wollstoff. Die Bänder sind wir auch losgeworden. Ja, stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Das haben wir ja auch direkt am Anfang gesehen, dass wir das schon verkauft haben. Ja, nee, das verkaufe ich gleich beim Händler. Das hier, keine Ahnung, 22. Ich weiß auch nicht, wie viel solche Sachen wert sind. Ja, ich sag euch, wie es ist, aber mittleres Leder, es ist halt einfach nur 99, das ist so eine Sauerei, das ist nichts wert. Dann kann ich hier 16, 17, hier, komm, ist geschenkt. So. 33, 44, Silber. I don't know. Bei dem weiß ich auch nicht, den kann ich mit Sicherheit, der, wenn ich den jetzt beim Händler verkaufe, nicht, dass ich die teilweise billiger reinstelle, als sie, Seid gegrüßt. Ja, der sind, bringt 38 Silber. Nein, kann ich auch so verkaufen.
Ja, und das Ding bringt 30 Silber, wenn ich es so verkaufe. Das heißt... Und es kostet 6. Das macht keinen Sinn, das ins Auktionshaus zu stellen. So weit sind wir mittlerweile. Unglaublich. Es macht keinen Sinn. Wenn ich es so verkaufe, sind das 30 Silber. Wenn ich es ins Auktionshaus stelle, muss ich schon mal 36. Muss ich zum Beispiel schon mal 6 Silber bezahlen. Das heißt, ich kriege nur 24 Silber. Das heißt, ich muss insgesamt, um das gleiche zu bekommen wie vom Händler, muss ich 36 Silber bekommen. Und das teuerste waren 38 Silber. Das heißt, wenn ich es verkaufe, habe ich 2 Silber Gewinn. Am Arsch. Und noch da kommt dann natürlich noch die Verkaufsprovision dazu, ne? Glaube ich noch zusätzlich? Oder ist das da schon einbegriffen? Ich weiß es nicht. Weg damit. Schmutz. Komplette Verarsche. Na gut, liebe Leute. Ich beende den Part an dieser Stelle. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.